Eingesperrt, isoliert, fixiert. Kinder mit geistiger Behinderung sind in bayerischen Heimen sogenannten freiheitsbeschränkenden Maßnahmen ausgesetzt. Und das, ohne dass ein Richter darüber entscheiden muss. So ist die Rechtslage in Deutschland. Sind Kinder juristisch weniger geschützt als beispielsweise psychisch kranke erwachsene Straftäter? Eine bedrückende Kontrovers-Story von Christiane Havranek und Lisa Vresniok. Der Bub ist geistig behindert, ist Nichtsprecher. Wenn der in der Nacht aufgewacht ist, was ja öfters der Fall war, ja, dann war die Aufgabe, dass man ins Zimmer einsperrt. Jemanden einzusperren, egal Kind, behindertes Kind, das sind seelische Schläge, das ist einfach so, also das funktioniert nicht. Wir wurden von der Gutachterin als krankhaft bezeichnet, weil wir die Jessica aus dem Heim holen wollen. Die Menschen, die da drin leben, die sind im Grunde der Willkür der Träger ausgesetzt. Dieses Video zerreißt den Wackels heute noch das Herz. Ihre Jessica, allein und verzweifelt, in einem Heim für geistig behinderte Kinder. Ich will einfach zu dir, Mama, Papa. Sie will nach Hause. Doch Anton und Petra Wackerl sind machtlos, dürfen sie nicht einmal besuchen. Ich würde alles für euch tun. Ich würde alles für euch tun. Oh, 3.6.2013 war das. Seitdem haben wir es nie mehr gesehen. Nie mehr gesehen. Jessica ist ein Pflegekind. Mit 6 Monaten kommen sie und ihre größere Schwester Alexandra zur Familie Wackerl. Zusammen mit dem leiblichen Sohn der neuen Familie, Lukas, wachsen sie wie Geschwister auf. Die kleine Jessica, trotz einer Lernbehinderung, eigenständig und integriert im Ort. Seit fast 4 Jahren schon fehlt Jessica in der Familie. Die behördliche Ergänzungspflegerin besteht darauf, dass Jessica zur besseren schulischen Förderung im Heim lebt für geistig Behinderte, obwohl die Wackerls immer vorbildliche Pflegeeltern waren. Verzweifelt versuchen sie, Jessica aus der inzwischen 3. Einrichtung nach Hause zu holen. Sicher ist das Ziel, dass Jessica mit ihrer Schwester lebt. Es gibt kein anderes Ziel. Altes Spielzeug. Die Wackerls gelten als uneinsichtig. Sowohl der leiblichen Schwester als auch den Pflegeeltern wird der Kontakt zu Jessica gerichtlich verboten. Am Oberlandesgericht, wo es um die Rückführung ging, uns die Richterin sagte, wir möchten doch jetzt bitte endlich aufhören, um dieses Kind zu kämpfen. Durch wie viele Instanzen wir denn noch gehen wollen? Ein Kind einfach aufgeben nach 12 gemeinsamen Jahren? Das können sie nicht. Zu schlimm die Ungewissheit, wie es Jessica im Heim ergeht. Laut diesem Dokument wurden für Jessica sogenannte freiheitsbeschränkende Maßnahmen beantragt. Sie kann bei Unruhe im Zimmer oder in den Beruhigungsraum des Heimes eingesperrt werden. Ein anderes Heim für geistig behinderte Kinder, Franziskushaus, Klosterau am Inn. Wir treffen einen ehemaligen Mitarbeiter. Er erzählt, dass hier verhaltensauffällige, auch aggressive Kinder leben. Wie man mit ihnen umgeht, hat ihn schockiert. Kinder wurden nachts einfach ins Zimmer eingesperrt, so wie ein 8-jähriger Junge. Mit diesem Erfolg, dass der Bub 40 Stunden, 20 Minuten gegen die Tür geschlagen hat, noch mehr geschrien hat, ja gut, dann hat er irgendwann mal aufgegeben. Ich sag mal, wegen Erschöpfungszustand. Aber das Einsperren in dem Sinn, ja, ich würde das jetzt eher zur Kategorie seelische Misshandlung zählen. Und dann gibt es da noch dieses kastenartige Bett für ganz unruhige Kinder. Ich habe das erste Mal gesehen, es ist ein ganz normales Bett und da ist ein Kasten draufgebaut, kann man sich vorstellen, so 80 cm hoch mit Luftlöchern drin und da ist in der Nacht eingesperrt worden. Und dieses Kastenbett hat man dann bei diesen Jungen, wo ich vorher erzählt habe, auch hergenommen. Behinderte Kinder einsperren? Franz Kurzmeier wendet sich an den Heimleiter. Wenige Tage später ist er seinen Job los. Doch er gibt keine Ruhe, zeigt das Heim an, wegen des Verdachts der Freiheitsberaubung. Die Staatsanwaltschaft nimmt die Ermittlungen auf. Das Heim weist die Vorwürfe zurück.
Zu einem Interview aber ist niemand bereit. Doch kontrovers liegen Dokumente vor, die Kurzmeyers Aussagen belegen und das ganze Ausmaß zeigen. Ein Kind durfte bis zu 24 Stunden am Tag eingesperrt werden, bei großer Erregung und Aggression. In anderen Einschlussprotokollen Bemerkungen wie weint und jammert, lautiert. Einschlüsse über 80 Minuten, 25 Minuten, 30 Minuten. Hier 14 Mal an einem Tag und dann 12,5 Stunden Nachteinschluss. Immer wieder auch Einschluss im Käsebett, das Kastenbett mit den Luftlöchern. Das Heim bezeichnet auf unsere Anfrage hin das Bett als eine tolle Höhle, die dem Kind Geborgenheit und Sicherheit gäbe. Und außerdem ließe sich das Bett doch von innen öffnen. Wir recherchieren im Internet und finden sogenannte Kinderpflegebetten, die der Beschreibung nahe kommen. Kann ein behindertes Kind solche Betten im Dunkeln von innen öffnen? Heimkinder einsperren. Ist das rechtens? Wir zeigen die Dokumente der Familienrichterin und Vorsitzenden des Deutschen Familiengerichtstages, Isabel Götz. Verhaltensweisen, die eine sofortige Zimmerpause nötig machen, verweigert eine Anweisung, lacht längere Zeit euphorisch. Flattert mit den Armen. Flattert mit den Armen. Wenn man es so jetzt ganz unbefangen liest und keine Hintergründe weiß, stellt man sich manchmal die Frage, ob es wirklich einen Grund bietet. Für freiheitsbeschränkende Maßnahmen bei Kindern reicht allein die Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Und oft wird diese Zustimmung pauschal verlangt. Hier ist es allerdings beschränkt auf Extremsituationen, dass dann das Einverständnis besteht, dass das Kind im Zimmer eingeschlossen werden darf. Das ist ein relativ häufiger Einschluss dafür, dass es nur in Extremsituationen sein soll. Ein bisschen erstaunlich finde ich auch, dass bei der Beschreibung des Kindes in der letzten Spalte steht ruhig. Extremsituationen? In den Protokollen lesen wir selten etwas von Aggressionen. Stattdessen steht da fast immer ELT, ein routinemäßiger Einschluss laut Tagesplan. Richterin Götz fordert eine gesetzliche Neuregelung zum besseren Schutz der Kinder. Bei Erwachsenen, die nicht frei entscheiden können, muss jede freiheitsbeschränkende Maßnahme richterlich genehmigt werden, selbst Bettgitter. Bei Kindern reicht es, wenn sich das Heim von den Eltern einmal per Kreuzchen die Zustimmung holt. Gerade Behinderte sind eine besonders verletzliche Gruppe und da sollte man dann schon besonders, man sollte auf alle Kinder schauen, aber auf die, die sich nicht selbst zu helfen wissen, dann noch erst recht. Geistig behinderte Kinder im Heim. Kein Richter muss prüfen, ob es gerechtfertigt ist, sie in ein Zimmer zu sperren. Und eine gesetzliche Neuregelung ist nicht in Sicht. Aber gibt es überhaupt Situationen, in denen nur Wegsperren hilft, aggressive Kinder zu beruhigen? Wir finden ein Heim, das ganz klar sagt, nein. Lebenshilfe Dresden. Mutter Yvonne Baumann hat heute ein Elterngespräch. Ihr Sohn Tom lebt seit 1,5 Jahren hier im Heim. Nach jahrelanger Intensivbetreuung zu Hause konnte sie nicht mehr, musste sich wieder mehr um das Geschwisterkind und um den Job kümmern. Freiheitsbeschränkende Maßnahmen wurden nicht besprochen, die gibt es hier gar nicht. Also ich würde niemals das Wort Schnee unterschreiben. Nee. Wenn man keine andere Chance hat. Es gibt immer eine andere Chance, definitiv. Also da das, jemanden einzusperren, egal Kind, behindertes Kind, das sind seelische Schläge, das ist einfach so. Also das funktioniert nicht. Im Heim in Dresden setzt man auf Einzelbetreuung für schwierige Kinder. Bei uns wird keiner eingesperrt und keiner weggesperrt und wir haben auch keinen Timeout-Raum. Wir betreuen unsere besonderen Kinder, die sehr verhaltensauffällig sind, sehr intensiv. Das heißt, wir haben für diese Kinder mit den Kostenträgern vereinbart eine zusätzliche pädagogische Betreuung. Das heißt, die haben alle einen Einzelfallhelfer. Und dann kommt Tom von der Schule. Und schnell wird klar, sein Helfer Tobias hat jetzt alle Hände voll zu tun. Jetzt ansehen. Tom, überall. Alles. Sofort. Genau. Kegeln. Wir
Wir erleben ihn als fröhlichen Jungen, begeistert von unserer Kamera. Doch wenn seine Laune innerhalb von Sekunden von lustig auf sehr aggressiv kippt, geht er schon mal auf andere in der Gruppe los. Dann heißt es schnell handeln. Wenn er so unruhig wird, momentan geht's ja, aber wenn er sehr unruhig ist, dann müssen wir ihn aus der Gruppe rausnehmen und sein Zimmer begleiten und dann eben bei ihm bleiben. Tom hat immer jemanden, der nur auf ihn eingehen kann, wenn die Situation eskaliert. Ein Modell, das es auch in Bayern gibt, doch viel zu selten. So bleibt Eltern in Bayern oft nur, den Zwangsmaßnahmen gegen ihre Kinder zuzustimmen, wenn sie einen Heimplatz wollen. Das bestätigt uns die Mutter eines schwerbehinderten Kindes. Sie ist bereit, uns ein Interview zu geben. Doch dann erzählt sie auf einem Elternabend im Heim davon und fühlt sich unter Druck gesetzt. Sie sagt unser vereinbartes Treffen ab, aus Sorge, ihrem Kind zu schaden. Schließlich dürfen wir ihre Aussage doch aufnehmen, ohne Kamera, ohne ihren Namen. Sie erzählt vom enormen Leidensdruck auf der Suche nach einem Heimplatz. Mehrere Heime verlangten von ihr die Zustimmung zu Einschlüssen. Das war für mich, weil ich sie nicht kannte, total verstörend. Schließlich unterschrieb sie doch eine Einverständniserklärung. Das machte ihr zu schaffen. Wenn das System diese Möglichkeiten vorhält, werden sie auch benutzt. Und wenn da nicht achtsam damit umgegangen wird, dann ist die Gefahr des Missbrauchs groß. Wir machen weitere Eltern und Bezugspersonen ausfindig. Keiner traut sich vor die Kamera. Wir hören von Kindern, die in Beruhigungsräume gesperrt werden, in ihre Zimmer. Einem Jungen, der immer wieder im Auszeitraum war, teilweise die ganze Nacht. Er war danach förmlich traumatisiert. Schon ein vierjähriges Kind wurde da einfach festgegurtet auf seinem Hochstuhl. Und sein Bett, das war wie ein Käfig aus Holz. Es gibt Kinder da drinnen, die werden sogar zum Schlafen fixiert. Ein Albtraum. Auch Jessica hat erzählt, dass sie in einen Beruhigungsraum musste. Warum und wie oft, dazu äußert sich das Heim nicht. Jessica schreibt unzählige Briefe nach Hause, an ihre Schwester Alexandra und an ihre Pflegeeltern. Zwei Ordner voll sind es inzwischen. Ich habe Angst so sehr. Ich will heim, ich will heim. Sehr große Angst. Ich bin traurig, so traurig. Und dann der letzte Brief vor dem Kontaktverbot, über ein Jahr alt. Wenn du das liest, das ist von deiner Tochter Jessica. Mir geht's sehr schlecht. Ich werde wie ein Polizist angeschrien in der Schule und auch auf der Wohngruppe. Ich gehe bald zum Jugendamt und zu Gericht. Wir hängen eigentlich völlig im Leeren. Wir wissen nicht, wie es der Jessica geht. Wir wissen nicht, was mit ihr passiert. Wir wissen nicht, was gemacht wird. Man weiß eigentlich komplett überhaupt nichts. Es war eben so, dass ich immer versucht habe, mich für die Jessica einzusetzen. Habe immer gesagt, Jessica, wenn du jemanden brauchst, der dich vertritt, auch vor Gericht, der dir hilft, dann besorge ich dir einen Anwalt. Rechtsanwältin Martina Buchschuster wollte Jessica vertreten. Doch im Heim ließ man sie nicht einmal zu ihr vor. Jessica habe doch einen gerichtlichen Verfahrensbeistand. Man sieht daran, dass irgendwo der Gesetzgeber vergessen hat, das zu regeln, dass Kinder geschlossen untergebracht werden können, aber keine Möglichkeit und auch keine gesetzlichen Regelungen vorgesehen sind, um sicherzustellen, dass diese Kinder auch einen Zugang zu einem Anwalt haben oder zu einem Beistand haben, zu einem Anwaltlichen, der wirklich ihre Interessen auch vertritt. Geistig behinderte Kinder ohne Rechte? Kontrovers will wissen, wie viele Einrichtungen in Bayern arbeiten mit freiheitsbeschränkenden Maßnahmen? Wir schicken eine Anfrage an 30 größere Heime für Kinder mit geistiger Behinderung. Den Einsatz freiheitsbeschränkender Maßnahmen wie Auszeitraum, Einschlüsse oder Fixierungen behalten sich 18 Heime vor, wenn auch nur in Einzelfällen, wie alle betonen. 9 Heime antworten uns gar nicht oder weigern sich, eine Auskunft zu geben, denn pauschale Aussagen sind nicht zielführend. Nur 3 Heime in Bayern geben an, gänzlich auf freiheitsbeschränkende Maßnahmen zu verzichten. Das bayerische Sozialministerium zeichnet ein anderes Bild, schreibt in der Antwort auf eine Landtagsanfrage, die Herausnahme eines Kindes aus der Gruppe diene der Beruhigung. Kinder oder Jugendliche mit Behinderung werden nicht in Zimmern oder Timeout-Räumen eingesperrt. Zimmer werden nicht abgesperrt?
Eine einzige Einrichtung lädt uns ein, mit der Kamera vorbeizukommen, um uns einen eigenen Eindruck zu machen. Es ist die Diakonie Neuendettelsau. 32 Kinder mit verschiedenen Graden geistiger Behinderung leben in diesem Gebäude. Ein Neubau. Freundlich, hell, familiär. Großzügige Außenanlagen. Sogar Therapiepferde. Aber eben auch ein Auszeitraum. Wenn auch, wie das Heim betont, seit Monaten nicht genutzt. So sieht der Raum dann von innen aus. Sie sehen, dass Sie relativ wenig sehen, damit also hier kein Vandalismus vorkommen kann, ist zum Beispiel die Lampe in der Decke versenkt und auch sonst sind eigentlich keine Punkte da, wo man jetzt ansetzen kann und irgendwas kaputt machen kann. Ja? Tür zu. Also selber kommt man aber nicht raus. Nein, deswegen, Sie haben vielleicht das Schild auch gesehen an der Tür, wenn jetzt ein Mitarbeitender reingeht, dann muss er immer einen Schlüssel dabei haben, damit er auch wieder rauskommt. Wenn es zu einer Aggression kommt, zum Beispiel gegenüber anderen Kindern und Jugendlichen in der eigenen Gruppe, dann muss man ihn schon auch rausnehmen, weil natürlich auch die anderen Kinder das Recht haben, nicht verletzt zu werden oder geschädigt zu werden. Gut, jetzt wollen wir wieder raus. Jetzt wollen wir wieder raus. Piep, piep. Lasst uns raus. Eingesperrt sein. Ein ungutes Gefühl. Auch für uns. Was, wenn Eltern sich weigern, Einschlüssen in den Auszeitraum oder ins Zimmer zuzustimmen, selbst in Extremsituationen? Wenn jetzt da das absolut notwendig ist und da absolut kein Einverständnis vorliegt, dann muss man natürlich fragen, ob hier ob wir die Umgebung bereitstellen können, die für dieses Kind dann die richtige geeignete ist. Wer also nicht möchte, dass sein geistig behindertes Kind eingesperrt wird, könnte Probleme haben, einen Heimplatz zu bekommen. Trotz allem sieht das Bayerische Sozialministerium keinen Grund, an der rechtlichen Situation etwas zu ändern. Eine richterliche Genehmigung würde nach Auffassung der Staatsregierung nicht zu mehr Rechtssicherheit beitragen. Die Wackerls haben nur einen Wunsch. Sie würden ihre Jessica gerne einfach mal wieder besuchen oder gar mal übers Wochenende heimholen. Wir müssen leider stehen bleiben. Wir dürfen nicht weiterfahren. Wir haben vom Gericht die Auflage bekommen, wir dürfen uns nur in einer Entfernung bis zu 2 Kilometer nähern. Die Begründung? Jessica würde sich zu sehr aufregen, wenn sie ihre Schwester oder ihre Pflegeeltern sieht und dann wieder nach Hause wollen. Seit der Kontakt eingestellt ist, lässt uns die Ergänzungspflegerin wissen, habe sich Jessicas emotionale Verfassung deutlich stabilisiert. Das klingt wie Hohn. Ja, und heute Nachmittag hat sich die bayerische Sozialministerin Emilia Müller im Landtag erstmals persönlich zu den Recherchen geäußert. Das war so nicht bekannt, in diesem Ausmaß überhaupt nicht. Und ich nutze jetzt die Recherche des BR, um der Sache noch intensiv nachzugehen und aufzuklären. Konkret heißt das, für morgen hat die Sozialministerin alle zuständigen Aufsichtsbehörden aus ganz Bayern in ihr Ministerium einbestellt. Wir bleiben dran an dem Thema.